Willkommen zurück zu Parasite Eve 2. Ja, das letzte Mal habe ich mal wieder ein bisschen Ausdauer bewiesen, habe mich an dieses Rätsel gesetzt und habe etwas bekommen, wovon ich mir noch nicht ganz sicher bin, was es mir bringen wird, aber ich bin guter Dinge, es wird mir was bringen. Ja, Rätsel geschafft, alles gecleant. Jetzt heißt es Abschied nehmen von der Tango. Wie viele Parts waren wir jetzt hier? 10 Stück? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall länger wie genug. Also, Location-Aufenthalt, Parasite Eve 2, rekordverdächtig. Ich hoffe, das wird beim Bunga nicht der Fall sein. Deswegen werde ich mich nun hier langsam aber sicher verabschieden. Ich habe, wie im letzten Part angekündigt, habe ich es auch wirklich getan. Ich habe mal ein bisschen eure Kommentare genauer gelesen, wegen dem Rätsel. Und ich hatte anscheinend einen richtigen Gedankenfehler darin, von wegen Fenster. Angeblich, ich weiß nicht, also es gab unterschiedliche Meinungen. Manche haben was gemeint mit den Telefonen, das ich aber nicht ganz nachvollziehen konnte, Telefon. Andere haben wiederum was gemeint wegen Spiegel. Spiegel, Das könnte ich mir denken, dass man sämtliche Spiegel in diesem Komplex hier zählen muss. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt genau war. Aber egal, wir haben es gelöst. Manchmal reicht es ja nur, wenn man 3/4 weiß. Und das eine Viertel kann man ja dann raten. Von daher, wir haben es geschafft. So, bin ich noch richtig? Jo, nur noch eins weiter und dann sagen wir unserem Typi, dass wir uns hier verdünnisieren. Hier bin ich falsch. Das weiß ich selbst. Ja, Abschied nehmen fällt so unglaublich schwer. Ich habe die Gegend hier so lieb gewonnen. Okay, das war ein bisschen gelogen. Halt. Eigentlich müsste ich zu meinem Auto das alles hier einladen, hin und her, A nach B. Ich habe keinen Bock. Ich verzichte, ganz ehrlich. Ich bin bereit. Ja. Na dann los. Wow! CD2! Jetzt schon? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, gut, ich hätte es mir eigentlich denken können. Ich meine, so eine CD frisst ja gerade mal 600 noch was MB. Viele Zwischensequenzen, die wir gesehen haben. Ja, aber dass das jetzt schon der Fall ist, trotz allem, ich hätte jetzt gedacht, so ein, zwei Dungeons gehen da noch. Ich sag's euch ja, das Spiel ist gar nicht so groß. Der Location-Aufenthalt, er ist berechtigt. So, da habe ich das gute Spiel. Oh je, ich hoffe, das kapiert die PlayStation 3 jetzt, wenn ich das wechsle. Ich probiere es einfach mal ganz frech. Also, ich nehme die CD raus. Und hier ist CD2. Bitteschön. Gucken, ob das kann. Ich hoffe doch. Jawohl. September 2000, 12:06 Uhr. Ich lese lieber da unten. 0:06 Uhr. Mesa im Außenbezirk von Tryfield, Mojave-Wüste.
Oh. Sieht gefährlich aus. Du bist bestimmt ein Boss. Ich höre sie schon. Nein, sie kommen! Oh nein. Madigan! Mich hat's erwischt! Komm, stell dich nicht an. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Hallo, Madigan. Da kommen sie. Sie beobachten uns jetzt. Wir sollten in Stellung gehen. Okay. WTF, okay, warte mal, das klingt so, als kommt da jetzt... Ich bin okay. Okay, warte mal, ich werde mal schnell in mein Menü gehen. Das klingt nämlich, als kommen da jetzt verdammt viele, deswegen wechsle ich jetzt erstmal die Waffe auf jeden Fall. Ich nehme die P3 mit. Mit Fireflies. So. Damit das garantiert nicht reichen wird, ich lasse das Weihwasser mal drin. Ich hoffe nach wie vor, dass mir das was Gutes bringen wird. Ich lasse die M93R, die lasse ich jetzt auch drin. Werde sie nochmals nachladen, nur um sicher zu gehen, mit den Hydra meinetwegen, dass ich die definitiv dann dabei habe. Habt ihr mir ja gesagt, dass das so auf die Art geht. So, was will ich rausnehmen? Ich habe zweimal MP-Wasser. Ich brauche nicht mal rausnehmen, passt ja jetzt alles, okay. Ansonsten, jo, let's fetch, würde ich sagen. Oder können wir fliehen? Gucken. Wie sieht denn hier meine Karte aus? Okay, ja. Ich habe natürlich noch keine Karte. East Mine. Forge Tunnel. Mhm. Ich hätte auch nichts dagegen, jetzt zu kämpfen. Also, aber die... Ah ja, da kommen sie wirklich. Oder kommen die jetzt unendlich? Ich weiß ja nicht. Ja, ich würde gern... Na, das schaffe ich nicht mehr. Kommen die jetzt echt endlich? Weil wenn ich es jetzt wieder nicht mache... Ah, okay, nur einmal. Aha. Sind sie okay? Halb so schlimm. Ich halte die Stellung. Echt, sorry. Also bisher hat er noch nicht so seinen Mann gestanden. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich letztens nicht gemeint, dass ich es gar nicht mag, wenn ich mehr wie zwei von den Kameraden habe. Weg da! Was ist mit dem gerade passiert? Wo ist der hingefallen? Ja, okay. Würde mir auch nicht so viel bringen, wenn... Schaut euch die Meute an. Ah, Mist, ich wollte gerade. Ja. Obwohl, der hat mich gar nicht umgestoßen. Ach komm, machen wir mal das da. Schade, hat nicht beide getroffen. Andere ist gerade relativ unangriffslustig. Doch, jetzt will er. Jetzt. Okay, komm. Nicht so oft mit der Magie rumfuchteln. Oh Gott, wie viel muss ich jetzt von denen erlegen, ey? Weg, 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 weg! Ja, Gott! Oh, wie sie sich da nochmal da so blöd dreht. Nein, jetzt nicht. Ich muss weiter weg. Geht in Angriffsstellung. Der auch. Ja, ich sollte nicht mit denen spielen, sonst... Oh nein, nicht nachladen. Warte mal, das ist jetzt... stopp, stopp, stopp. Wenn ich jetzt ein Pyro mache... Ah nee, das ist zu weit rechts, schade. Dann mache ich lieber das andere, weil der will mich gerade... Da hinten will mich gerade kriegen. Und bis die mit Zaubern fertig ist, dürfte ich beide erwischen. Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Shit. Keine Muni mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Ah, doch. Die andere habe ich nicht im Inventar. Das heißt, aber ich kann jetzt wenigstens meine Waffe wechseln. Ne, so war das doch. Hallo, ich kann meine Waffe wechseln. Damit. So. Genau.
Das ist sogar geladen. Das war ein bisschen spät. Stopp. Feuer. Das trifft. Nix da. Nix da. Der nächste, bevor Nummer 2 kommt. Oh, shit. Okay. Aber ich finde das hier nicht so schlimm, weil ich mich immer so ein bisschen durch den Truck kurz retten kann, sage ich mal. Das ist halb so schlimm hier. Aber der andere, der ist dann so blöd und halt. Mach lieber den, der ist ein bisschen schneller, meine ich. Haha. So. Der nächste. Nein. Schade, hat den anderen wieder nicht getroffen. Aber immerhin den Typi getötet. Wie viele noch? Ich will ja nicht jammern, aber meine Magie geht auch langsam flöten. So. War's das? Ich wäre dafür, dass das jetzt erstmal alle waren. Jawohl. Schön. Haben wir doch gut gemacht, oder? Hui. Okay. Und es geht sofort weiter. Gibt da noch was für mich? Nein. Neues Gebiet. Ich sollte mich trotzdem umgucken. Auch wenn gerade alles so eilig wirkt. Nee. Was in der Box ist, lasse ich mal drin. Der Laster ist futsch. Hä? Wie der Laster ist futsch? Steht da doch. Gefahr. Betreten verboten. Achtung. Steinschlag. Betreten auf eigene Gefahr. Finde ich etwas übertrieben. Ja, wart's mal ab. Bis dir die erste Steinlawine auf den Kopf fällt, dann findest du es vielleicht nicht mehr übertrieben. Eine umgekippte rostige Lore. Okay. Nichts drin. Moment, das hat auch nicht so heißen bei dem Spiel. Nichts drin, okay. Ah, lieber zweimal checken. Eine Wachstube, die Tür ist zugenagelt. Wurde wohl lange nicht benutzt. Eine verlassene Wachstube. Okay. Hier geht's nicht durch. Mensch, willst du nicht das Licht ausmachen? Ich meine, das kostet unnötig Batterien hier, ne? Der Laster ist futsch. Na gut, wenn du meinst. Sie meint damit wohl, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Unten sehe ich Tryfield. Und? Okay. Auf dem Weg. Och, jetzt habe ich viel zu schnell gedrückt, Mensch. Aber der Laster ist futsch und der Bunker noch weit. Verdammt. Ja, wir müssen ja anscheinend erst durch die Mine. Das ist natürlich mies. Gar nicht wissen, was da für Viecher lauern, aber wir werden es leider erfahren. Nämlich jetzt. Madigan, ob er okay ist? Es geht ja gut los. So, wollen wir euch erstmal herzlich empfangen. Toll. Nein, nicht mal getroffen, aber. Oh nö, jetzt bin ich blind hier. Warum habe ich euch nicht getroffen? Hallo, aber. Oh, Mist. Lass mich doch. So, mein Lieblingszauber, ich weiß. Aber um den zu blätten, könnte ich auch mal was anderes machen. Ich habe noch nie den ausprobiert. Ich meine, das ist doch interessant. Der Radius, der zielt nach einem Gegner. Das ist doch eine geile Sache. Da muss ich gar nicht zielen. Oh! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch einer kommt. Ich glaube, ich werde meine Heilung dann, meine Blindheit dann doch mal heilen. Moment, was war es nochmal? Antibody? Oder verwechsel ich das schon wieder? Ich verwechsel es schon wieder. Hab schon so lange nicht mehr genutzt. Geht das schnell bei mir leider. Das da war's. Mensch, ist ja auch logisch. Das Heil. Die Heilkategorie. Könnte ich mir doch denken, oder? So. Und tschüss. Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Aber das lag auch daran, weil ich halt mit den neuen Zaubern ein bisschen rumgespielt habe. So. Okay, weiter. Eine Mine. Gegen Minen habe ich ja im Grunde nichts. Müssen vielleicht mal lesen. Eine was? Sie ist eingerostet. Okay.
Okay. Wird mir nichts bringen. Wie sieht die Karte jetzt aus? Nein, die baut sich nach und nach auf. Okay. Zwei Türen haben wir. Die geht schon mal auf. Und es... Oh Gott. Hi! Oh nein, nicht so viele, nicht so viele. Moment. Dann machen wir doch gleich wieder unsere Lieblingsmagie. Bams! Gleich nochmal. So, und da hinten sind noch welche, glaube ich. Jetzt bin ich ein bisschen zu nah an sie ran. Na komm, da lohnt sich nochmal eine Magie. So. Jetzt aber nicht mehr. Das war's. Okay. Firefly. Gut. Wieder geheilt. Ja, hier geht's anscheinend weiter, wenn ich mir das so anschaue. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir lieber nochmal zurück. Ja, hier bin ich richtig. Na, gucken wir mal. Lang. So, was haben wir hier? Eine Lore versperrt den Weg. Die Bremse lösen. Tschüss. Okay. Haben wir toll gemacht, ne? Noch was? Ja, wo geht's jetzt weiter? Das ist immer meine Angst. Na, ich gehe mal hier weiter, weil der Gang ein bisschen enger ist. Was steht denn da? Was ist denn das? Ja, ich werde es gleich sehen. Step. Also Schritt. Ein großes Brett. Robuste Eiche, sehr stabil. Ein robustes Eichenbrett. Mhm. Schön. Wollen wir es verbrennen? Vorsicht, Gefälle. Wow. Okay, ich frage nicht so blöd. Ja, das wirkt jetzt hier aber ein bisschen strange, also bitte. Was hat das hier zu bedeuten? Sie steckt fest. Lässt sich nicht bewegen. Das kaufe ich den jetzt nicht ab hier. Moment, ich probiere es einfach mal. Was soll's? Ach, kann ich ja gar nicht. Kann ich nur im Feindesgebiet. Hm, schade. Ja, okay. Vielleicht macht's noch keinen Sinn. Step. Uff. Hier ist nix. Vorsicht, Gefälle. Hm. Nö, das macht keinen Sinn hier. Zumindest noch nicht. Okay, dann... Abwarten. Gehen wir wieder zurück. Warum ist hier keine Musik? Werde ich hier gleich erschreckt? Nein, wir sind hier nicht in Resident Evil, oder? Hm, gerade ein komisches Gefühl. Aber es passiert nichts, wie ihr seht. Na gut. Ich muss ja nicht alles verstehen. Gehen wir den anderen Weg. So, da wären wir. Da ist wieder eine Lore? Nee, doch. Aber da ist nichts zu tun. Ja klar, da haben wir ja schon Gegner gemacht. Ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, aber ab hier ist es relativ neu. Vielleicht ist da ja mal was drin. Lieber mal checken. Nee, sie sagt gar nichts dazu. Interessiert sie anscheinend nicht so. Alte, was? Sie sind verrostet. Die Anlage muss ziemlich alt sein. Aber warum brennt hier Licht? Die Glühbirnen sind neu. Ja, als Durchgang wird es anscheinend öfters benutzt. Sei froh. Ohne Glühbirnen wäre es hier verdammt dunkel. Und du hast keine dabei. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist. Es gibt oft so uralte, verlassene Gegenden und Ruinen. Aber trotzdem ist immer Fackel an, Glühbirne an oder was weiß ich nicht alles. Also, ja, in der Lore ist nichts. Nichts von Interesse. Hm. Oh oh.
Ja, super, da ist eh ein Loch. Wenn sie mutig ist, können sie springen. Wenn sie so wie ich ist, dann geht sie wieder zurück. ja gut, aber... probieren wir es halt mal. Die Schienen sind kaputt. Na gut, wir könnten uns am Seil eventuell entlang, aber ich weiß nicht. Ein tiefer Abgrund. Ich könnte rüberspringen, aber es ist zu riskant. Du könntest dich am Seil rumhangeln. Ob Maligan schon vorgegangen ist? Vielleicht ist er auch runtergefallen. Es ist dunkel unten. Und tödlich. Okay, wir haben unseren kleinen Dialog beendet. Was ist jetzt? Ist es mal mit den Zeilen probieren da? Nein? Ich kann dich absolut verstehen. Ich würde es auch nicht machen wollen. Gut. Keine Chance. Will sie nicht. Muss er auch nicht. Aber das bedeutet, wir brauchen einen anderen Weg. Und den habe ich jetzt gerade nicht im Visier. Vielleicht brauche ich auch nur dieses Wissen jetzt und kann jetzt wieder in den anderen sinnlosen Gang gehen. Weil da jetzt auf einmal Maddigan steht, der eine heldenhafte Lösung hat. Wäre doch toll, oder? Wartet mal. Ach nee, ich komme ja nicht auf die andere Seite, okay. Wo ist Maddigan? Joa. Wo ist er? Wo ist der Quatschkopf? Er ist immer noch nicht hier. Ein robustes Brett, damit könnte ich... Ah, natürlich. Wir könnten uns eine Brücke bauen. Sieht schwer aus, aber wir nehmen es trotzdem mit. Brett erhalten. Okay. Cool. Noch was hier? Vorsicht, ja. Jo, ja, aber das finde ich ehrlich gesagt gut. Es gibt ja Spiele, da nehmen die Protagonisten das Zeug einfach mit ohne Grund. Sie nimmt es halt erst mit, wenn sie auch einen ersichtlichen Grund hat. So sollte das eigentlich immer sein. Und wäre ich auch ein bisschen clever, dann wäre ich auch sofort auf die Idee gekommen. Ey, guck mal, da ist ein Loch. Ich glaube, ich brauche ein Brett oder so. Aber naja. Hauptsache, wir haben's. Ob Maddigan da drüber gesprungen ist? Ich traue es mir irgendwie fast nicht zu, weil er hat bisher halt nie was Besonderes gemacht. Außer, weiß nicht. Na egal. Brett benutzt. So, Step, ja. 100% Vertrauen würde ich dem Ding doch nicht, aber... Jetzt kann ich rüber. Ja, besser schnell wie langsam. Nö, nicht hier jetzt kämpfen, das ist doch gefährlich. Wie viel? Ja, erstmal vom Brett runter. So, jetzt können wir miteinander... Oh, ich wollte gerade meinen Skill machen. Das war ja klar. Hopp, lasst mich meinen Skill machen. So. So schnell kann das gehen. Sehr schön. Ach, wie schön. Was habe ich bekommen? Och, Mann, ich drücke immer so schnell. Naja, ich werde es rausfinden. Jetzt erstmal hier weiterschauen. Speicherpunkt wäre langsam dufte. Hier steht Tor 1. Es ist zugesperrt. Vielleicht möchte ich ja auch Tor 2. Oder vielleicht auch Tor 3. Wer weiß. Nee, ich gehe lieber durch die Tür. Und ziehe den Zong. Hey, cool, du kommst wie gerufen. Ich habe sogar nach dir gerufen. Gerade mal 20 Sekunden her. Ha. Wunderbar. Ich glaube, ich höre an der Stelle auch schon auf. Oh, Ampmus. Ja, geil. Sehr fair. Ich höre an der Stelle auch schon auf, weil wir haben die letzte Zeit unglaublich viel überzogen immer. What is das? Main Power. Gate 1, Gate 2. Ach ja, die Tore. Sieht ja fast wie so ein verrücktes Labyrinth aus. Ich glaube, ich raff's auch schon ein bisschen. Wetten, die weichen immer ab, da wo gerade... Warte mal, das will ich jetzt kurz noch ausprobieren. Wenn ich da mal drauf drücke... Ein Loch zum Hineinstecken. Ach so.
Ein Stecker. Kann man rausnehmen. Stecker erhalten. Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht, das sieht aber so aus, also dem... Als ob jedes... als ob hier alles Strom hätte, so sieht das was aus, ne? Na, egal, ich werde mal... gucken, was passiert, wenn ich... Ja, kann ich jetzt nicht den Stecker woanders reinstecken? Was passiert, wenn ich das hier mache? Unten steht Hauptstromschalter. Ein Schalter senken. Ja, genau, so ein Spiel ist das. Gate 2 somit offen. Ja gut, was hätte ich da dran jetzt ändern können? Da gibt es ja keine Abweichung bei dem ganz oben. Ach Leute, das machen wir... Ach ja, ich könnte ja auch Item auswählen, oder? Ja, okay, dann könnte ich einen Stecker reinhauen. Und dann muss man gucken, was dabei rauskommt. Und irgendwie bräuchten wir Gate 1, ne, weil das direkt vor uns ist. Okay, okay, okay. Das sollte aber erst schon mal als kleines Vorwissen reichen. Das nächste Mal ziehen wir das dann ganz durch. Ich sagte das nächste Mal, danke. So, das haben wir auch schon gemacht. Inventar voll. Schöne, dezente Musik gerade im Hintergrund. Auch ein bisschen rockig, gefällt mir. So, ist hier sonst noch etwas? Die Sachen sind relativ neu. Nichts von Interesse. Gut, also es geht hier auch nicht weiter. Wir müssen definitiv Tor 1 aufbekommen. Und das werden wir. Das nächste Mal. Sieht aus, als ob es funktioniert. Oh, das sieht wirklich sehr alt aus. Ein Freizeichen. Welch Glück. Was gibt es? Eine Horde von NMCs? Sind Sie sicher? Hm, verstanden. Ich werde die anderen zusammentrommeln. Untersuchen Sie den Stollen. Helfen Sie diesem Detective. Das werden wir. Eventuell, wenn wir ihn finden. Bei Let's Play Parasite Eve 2.